Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosatia-Podcast. Heute geht es bei mir um die Behandlung der Rosatia und vor allem darum, wie schwierig es manchmal für uns Betroffene sein kann, wenn eine Behandlung nicht sofort anschlägt. Und dazu spreche ich am Telefon mit Herrn Dr. Hans-Georg Dauer aus Köln. Herr Dr. Dauer ist niedergelassener Hautarzt und behandelt in seiner Praxis seit vielen Jahren Rosatia-Patienten. Guten Tag, Herr Dr. Dauer. Wir wissen, dass es ungefähr 4 Millionen Menschen mit Rosatia in Deutschland gibt. Mich interessiert dann natürlich, wie häufig sehen Sie eigentlich Rosatia-Patienten in Ihrer Praxis? Rosatia ist in meinen Augen eine richtige Volkserkrankung. Also ich kann sagen, dass ich etwa 2 Patienten pro Tag mindestens sehe, die an einer Rosatia leiden. Wie Sie wissen, habe ich auch Rosatia und kenne fast nur Frauen, die betroffen sind. Ist das an Ihrer Praxis auch so oder kommen zu Ihnen auch Männer mit der Krankheit? Natürlich kommen auch Männer mit der Krankheit. Es ist schon so, dass der größte Teil der Rosatia-Klientel Frauen sind, aber auch Männer haben diese Erkrankung und gerade bei Männern kann auch diese Erkrankung deutlich schlimmer ausgeprägt sein. Und gibt es eigentlich einen Unterschied bei der Rosatia zwischen Frauen und Männern? Haben Männer zum Beispiel vielleicht andere Symptome? Symptome der Rötung, der Gefäßerweiterung und der Papeln und Pusteln sind bei Männern und Frauen gleich häufig vorkommend, aber beim Mann kann auch eine zusätzliche Form der Bindegewebsverdickung um die Nase rum und der Nase vorkommen. In Weinbaugebieten nennt man das gerne so Säufernäsel, ne? So dicke rote Nasen mit Pusteln und Gefäßen, das kommt bei der Frau nicht vor. Okay, haben die Männer dann besonders schwer damit zu kämpfen? Also wenn die so starke Ausprägungen haben, dass das Bindegewebe um die Nase breiter und dicker wird, dann haben die richtig schwer damit zu kämpfen, ja. Und wie geht es dann diesen Männern oder überhaupt Menschen mit schwerer Rosatia dann in ihrem sozialen Umfeld? Ja, also die Rosatia ist ja schon eine sehr beeinträchtigende, wie sagen, stigmatisierende Erkrankung, die einsam macht. Das ist ja das Gesicht, was alle Leute sehen. Und wenn da rote Veränderungen, Eiderpickel, Bindegewebsveränderungen sind, kann das schon sehr, sehr abstoßend wirken. Also ich kenne meinen Hautarzt schon viele Jahre und ich bespreche mit ihm quasi alles rund um meine Rosatia, von der Therapie bis zur Ernährung. Mit welchen Wünschen kommen denn Rosatia-Patienten zu Ihnen in die Praxis? Also Rosatia-Patienten kommen in erster Linie mit dem Wunsch, dass sie besser oder schöner aussehen wollen, zu mir in die Praxis. Ihnen ist egal, ob die Erkrankung bleibt oder weggeht. Sie wollen einfach nicht mehr diese roten Äderchen, diese rote Nase und diese Pickel im Gesicht haben. Mein Hautarzt hat mir den Tipp gegeben, ein Rosatia-Tagebuch zu führen, damit ich gut vorbereitet bin, wenn ich zu ihm in die Praxis komme. Warum ist denn das Tagebuch eigentlich so wichtig und hilfreich für uns Patienten und Sie als Arzt? Ein Tagebuch kann einem schon helfen. Eine Rosatia wird ja durch bestimmte Triggerfaktoren immer verschlimmert. Beim einen sind es gerne alkoholische Getränke, was die Gefäße erweitern. Beim anderen ist es Koffein, Tee, scharfe Gewürze, Stress, Ärger, Aufregung, Aufenthalt in klimatisierten Räumen. Und da ist es natürlich schon gut, wenn Sie wissen, was Ihre Erkrankung verschlimmert, dass Sie da dann gezielt dagegen therapeutisch vorgehen können. Und welche verschiedenen Arten der Rosatia gibt es überhaupt? Und kann man alle gleich gut behandeln? Es gibt mehrere Stadien dieser Erkrankung Rosatia. Also im ersten Stadium hat man ja nur eine Gefäßerweiterung, eine Rötung im Gesicht. Im zweiten Stadium kommen dann noch so Papeln und Pusteln dazu und das geht dann weiter, Stirn. Und zum Schluss bei Männern gibt es eben diese bekannte Verdickung, die Knollennase. Man kann alle Stadien der Rosatia mittlerweile sehr gut therapieren. Es gibt Medikamente, die speziell die Gefäßerweiterungen, die Rötungen sicher angehen. Es gibt tolle Medikamente, die weitere Erreger, wie eben die Papeln und Pustel entstehen lassen, toll angehen. Und es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel Laser, die das gesamte Hautbild wieder schöner machen. Ich weiß aber auch aus Gesprächen mit anderen Betroffenen, dass Rosatia-Patienten immer wieder darüber klagen, dass ihre Therapie nicht anschlägt oder nicht sofort wirkt. Mir ist das auch schon passiert. Was hat es denn damit auf sich? Prinzipiell ist es so, dass die Medikamente immer eine gewisse Zeit brauchen. Schon mal gut 14 Tage, bis man sagen kann, jo, damit komme ich zurecht. Es ist für meinen Rosatia-Typ, für meine Triggerfaktoren, für mein Aussehen der Rosatia das Medikament der Wahl, wo es besser wird. Sie brauchen viel Geduld bei dieser Erkrankung.
ganz viel Geduld, weil nicht alles nach dem einmal Aufschmieren oder Einnehmen schon besser wird. Da brauchen Sie Geduld. Zweitens sind auch diese Kofaktoren, also die Tipps des Hautfacharztes, der sagt, nee, nehmen Sie lieber das zum Waschen, nicht so aggressive Sachen. Bleiben Sie mal, wenn wir das Tagebuch gelesen haben, ein bisschen aus der Sonne raus, wenn das so schlimmern sollte. Auch ganz wichtige Faktoren, die in Verbindung mit der Therapie dann zu einem guten Ergebnis führen. Wenn Sie das ignorieren und meinen, nach 3 Tagen muss es besser sein, dann haben Sie sich getäuscht. Aber es ist für Patienten ja nun ganz schön frustrierend, wenn die Therapie nicht gleich wirkt. Was raten Sie Patienten denn dann? Wenn ein längerer Zeitraum besteht, wo wir keine Verbesserungen der Rosazea sehen, dann müssen wir nochmal die Tagebuch, die Triggerfaktoren nachschauen. Dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht von der Anzahl der gebotenen Lokaltherapeutika, Medikamente etwas wechseln, auf ein anderes Produkt übergehen oder sogar teilweise wirklich innerlich behandeln oder einen Laser einsetzen. Das muss man dann diskutieren mit dem Patienten. Okay, und welche Tipps haben Sie für die Durchführung der Therapie? Ja, also therapeutisch, man muss gucken, was für ein Medikament man nimmt, ob man wirklich mehr die Gefäße behandeln muss, ob man eher die Barben und Pusteln behandeln muss. Dafür gibt es ganz anderes Medikament, ob es eher minimal ist, wo die Kosmetik im Vordergrund steht, nur die Gefäße, ob man eher einen Laser nimmt. Wichtig sind die individuellen Ratschläge, die der Facharzt erteilt und sagt, so, passen Sie auf oder pass auf, bitte damit waschen, davor schützen, das können Sie nehmen, da müssen Sie ein bisschen aufpassen davor. Und das sollte man dann peinlich genau befolgen, denn im Laufe der Zeit führt das natürlich auch zu einer Unterstützung der Medikation, zu einer deutlichen Verbesserung doch der entstellenden Rosazea. Gut, das ergibt Sinn. Und wie lange muss denn die Therapie erfolgen? Die Therapie der Rosazea ist im Allgemeinen lebenslänglich. Wie stark die Therapie ist, wie häufig was gemacht werden muss, wie akribisch, hängt vom Ansprechen, von der Form und vom Verlauf ab. Aber eigentlich müssen Sie eine Rosazea ein Leben lang behandeln. Okay, also das heißt, nicht mal in Einzelfällen kann die Rosazea geheilt werden? Heilbar in dem Sinne, dass nie wieder etwas verwendet werden musste, ist mir nicht bekannt. Heilbar in dem Sinn, dass Sie alle 2-3 Tage eine spezielle Creme angewendet haben und mehr nicht mehr und sich ein bisschen an dem Leben, an die Triggerfaktoren gehalten haben. Ja, das gibt es häufig. Gut. Wie verändert sich das Leben von Rosazea-Patienten, wenn die Therapie erfolgreich ist? Was bedeutet das für die Lebensqualität von Betroffenen? Wenn Sie wirklich die Erkrankung richtig diagnostiziert haben, wissen, was sie verschlimmert und peinlich, akribisch, genau die richtigen Medikamente und die richtige Pflege zum richtigen Zeitpunkt machen, kriegen Sie ihr Leben, was die Rosazea angeht, wieder vollends in den Griff. Wenn es besser wird, ist es natürlich ein grandioses Ergebnis für die Patienten. Die gewinnen ihr Leben wieder neu. Und wenn sie einmal gesehen haben, dass es besser wird, hören sie auch auf die Tipps und warten nicht ein halbes Jahr mit irgendwelchen falschen Cremes, sondern kommen sofort wieder, sobald es wieder losgeht. Und damit kann man diese Erkrankung sehr, sehr schön im Griff haben. Okay, noch eine letzte Frage. Ich schminke mich gerne, wie wir Frauen halt so sind. Geht das auch, wenn ich Rosazea-Medikamente verwende? Da haben Sie Frauen wirklich einfacher, die sich schminken, weil es gibt ganz fantastische Schminkprodukte, die in Zusammenhang mit den Medikamenten die Rosazea weiter verbessern können, die wirklich nicht nur abdecken, sondern auch in gewisser Weise ein bisschen die Äderchen verbessern können. Eine gute Schminke, ja, ist immer unterstützend bei einer Rosazea. Herr Dr. Dauer, vielen Dank für das informative, angenehme Gespräch. Mein Fazit für unsere Hörerinnen und Hörer: Lasst euch nicht entmutigen, wenn eine Behandlung nicht immer sofort anschlägt und ihr deswegen vielleicht niedergeschlagen seid. Wenn ihr unsicher seid, sprecht unbedingt mit eurem Hautarzt, bevor ihr auf eigene Faust eure Therapie abbrecht oder andere Dinge versucht. Und mit Ihrer letzten Antwort, Herr Dr. Dauer, haben Sie mir eine super Anregung für einen der nächsten Podcasts gegeben. Ich glaube nämlich, dass viele Hörerinnen und Hörer gerne noch mehr über Gesichtspflege und Schminken bei Rosazea erfahren möchten. Ihr könnt euch also schon auf die nächste Folge von Rosas Radio freuen. Bis dahin, eure Rosa.